Ja, Leute, willkommen bei 1, 2, 3, schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft, voller Energie sind wir mal wieder unterwegs. Ja, Leute, heute ist es endlich soweit. Nachdem ich auf der LAN-Car gefahren bin, auf der Sieg, auf den Baldener See, in Holland, auf den holländischen See, in Holland, auf die Maas gefahren bin, bohrte ich heute zum ersten Mal mit meinem Kajak in den Rhein rein. Da bohrte ich rein. In Rhein hinein. Und zwar bin ich von Recklinghausen aus gestartet. Am Anfang konnt ihr noch schon sehen, einen wunderschönen Sandstrand bin ich eingebootet. Wie weit ich heute fahren werde, wo ich aufsteigen werde, kein Plan. Ich könnte hier bis nach Koblenz fahren, aber bis nach Koblenz sind knapp 63 Kilometer. Das werde ich mir heute nicht antun. Ich schätze mal, vielleicht fahre ich so 30, 40 oder 20 Kilometer. Ich muss erstmal gucken, wie es so ist, auf dem Rhein zu fahren mit den großen Schiffen, Leute. Das Interessante ist, kurz vor meinem Ablegen habe ich einen Herrn getroffen, der hier in Trecklinghausen lebt. Er selber hat einen Bericht, er fährt oft hier mit dem Kajak entlang. Und er meinte, das ist gar nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt und gar nicht so tragisch, Leute. Langsam macht mein Kajak zum Strand getrieben. Ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen hier wegkomme, bevor ich hier aufsitze. Er meinte, es wäre halt gar nicht so schlimm und so halt. Man muss einfach nur dran gewöhnen und dann wäre es einfach voll locker und easy halt. Natürlich muss man aufpassen mit den Schiffen, die an einem vorbeifahren, da der Mittelrhein sehr stark befahren ist. Was ihn auch erzählt hat, ist interessant, dass hier von Trecklinghausen vom Sandstrand aus Leute sogar schwimmen gehen und Richtung St. Kurhausen schwimmen. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, Leute, bevor ich euch weiter jetzt zutexte, würde ich sagen, legen wir weiterhin los auf den Rhein und fahren. Wir werden schon wieder zum Strand getrieben. Und fahren doch mal los, Leute. Ja, wenn ihr Bock habt, bleibt dran und genießt mit mir die erste gemeinsame Rheintour mit meinem schönen Gomotex. Wie ihr sehen könnt, ich bin heute auch allein unterwegs. Eigentlich war geplant, dass mein lieber Kameramann, der Daniel, mitkommt, aber er musste den Kurs frechlich absagen. Übrigens, hier vorne der Grüne und da hinten das Grüne, das sind die Fahrrinmarkierungen. Da fahre ich natürlich nicht rein. Es kann sein, dass ich vielleicht einmal durch und rein komplett durchfahre, um auf die andere Seite zu kommen. Da ist auch noch nicht genau weiß, wo ich ausbooten werde, Leute. Aber hier vorne ist auf jeden Fall die Fahrrinne für die großen Schiffe. Da muss ich natürlich auf jeden Fall, wenn ein Schiff kommt, von fernhalten, Leute. Ich würde sagen, wir legen doch mal los. Bleibt dran. Ja, Leute, natürlich wäre es eigentlich ratsam, wenn man sowas macht, am besten einen erfahrenen Guide mitzunehmen. Natürlich ist der Rhein anders wie jetzt ein kleiner Fluss wie die Sieg, wie die Nahe oder die Lahn. Mein erster Binnengewässer war ja auf der Maas, aber die Maas ist natürlich nichts dagegen. Da fahren zwar auch Schiffe halt, ne? Aber der Rhein ist von der Breite her schon breiter als die Maas. Und wo ich da gewesen bin, in Remont, auch weniger Schiffsverkehr. Hier sieht man ein großes Schiff gerade vorbeifahren. Das heißt, er wird gleich Wellen erzeugen. Das Schiff da vorne wird auch gleich Wellen erzeugen. Ich muss gucken jetzt, da ich halt nicht zu nah an den Schiffen drankomme, weil ich könnte so ruhig nämlich von Schiffen nämlich zu sich ziehen, deswegen gucke ich gleich immer so weit wie es geht von der Fahrrinne, die hier vorne ist, mich fernhalte, ich ungefähr mal hier aufhalte in diesem Bereich. Das können wir auch gleich mal testen, was passiert, wenn dieses große Schiff gleich an uns vorbeifährt, Leute. So Leute, jetzt dürfen wir gleich erfahren, ob wir genug Abstand haben oder ob wir doch vom Schiff Sog unter Schiff gezogen werden und dann nachher unter der Schiffspropellerhaube zerschmettert werden. Also von der Ansicht habe ich auch noch kein Schiff gesehen, zumindest noch nicht so ein großes Schiff bisher. Auf der Maas damals, wo ich lang gefahren bin, sind in dem Augenblick, wo ich gefahren bin, keine Schiffe gefahren. Aber hier ist das schon was anderes, wenn so ein riesiger Pott an einen vorbeikommt. Das hat schon von hier aus ein sehr eindrucksvolles, ja, Atmosphäre.
Man sieht auch hier ganz, das Schiff ist nicht stark beladen. Das ist ganz nach oben. Normalerweise wäre das Schiff weiter runter, wenn es beladen wäre. Das sieht schon echt geil aus, heute so ein riesen Schiff hier an einen vorbeizufahren. Da ist natürlich auch so ein Gastanker hier, wie man sehen kann. Ja, und die fahren halt jeden Tag hier hoch und runter. Jetzt muss ich gleich mal auf die Wellen vorbereiten. Die jetzt gleich kommen werden von diesem Schiff, Leute. Da sieht man halt schon die Wellen gleich, die jetzt auf uns zusteuern werden. Dahinter kommt das nächste Schiff, aber Leute, das heißt, wir müssen auf das nächste Schiff konzentrieren. Das ist alles für mich jetzt ein Lernprozess mit euch gemeinsam. Aber wir sollten doch eigentlich, auch wenn der Rhein natürlich komplett anderes Gewässer ist, genug Erfahrung haben, Leute. Hier steuern wir an einem großen Schiff vorbei. Und Leute, hier werden die Wellen echt schon heftiger. Da kommt noch ein Schiff, Leute. Hier geht es jetzt gerade richtig ab. Hier muss ich gerade voll konzentrieren. Leute, wie im Wellenbad hier. Hoch und runter wird man gerade geschaukelt hier in dem Bereich. Richtig krass. Aber ist eigentlich noch machbar. Oh, ist das geil, Leute. Heute ist richtig gerade mega Verkehr. Wenn man mit dem Fahrrad natürlich den Mittelrhein lang fährt, achtet man nicht so sehr drauf. Aber wenn man jetzt das wie ich im Kajak drauf hat, dann schon echt schon. Ja, ist ein komplett anderes Gefühl hier, wenn man jetzt mit dem Kajak unterwegs ist. Neben die großen Pottische fahren hat. Da muss man sicher sein können und seinen Kajak schon vertrauen und auch ja dementsprechend regieren können. Aber das Kajak ist eigentlich kippstabil, mit dem bin ich noch nie umgekippt. Wäre natürlich peinlich, wenn ich mit dem Rhein umkippen würde, Leute. Oh, ist das geil, Leute, hier auf dem Rhein. Mit einem großen Dampfer hier in einem vorbeifahren, diese Containerschiffe. Hier oben ist auch eine Burg, Leute, die man natürlich vom Rheinburgenausweg schön betrachten kann. Ja, also die Schiffe haben jetzt schon heftige Wellen verursacht. Aber ich gucke immer, dass ich das Kajak immer über die Wellen lenke halt. Da, wenn man von der Seite getroffen werden kann, muss zwar nicht sein, kann aber dazu führen, wenn die Wellen zu heftig sind, dass man ja umgeschmissen wird. Deswegen versucht man als Kajak in die Wellen reinzulenken, sobald halt Wellen auf einen zukommen. Die sind aber gut zu erkennen, Leute. Natürlich gibt es hier auf dem Rhein auch nicht nur Güterverkehr, auch Personenverkehr, wo hier Schiffe hoch und runter fahren von Binnen nach Koblenz, von Koblenz nach Köln, denke ich mal, und so halt und so weiter und so fort. Natürlich ist der Blick, wie ich auch schon oft erwähnt habe beim Kajakfahren, vom Kajak aus einfach einmalig geil. Ich sehe auf die Landschaft, diesen Eindruck kann man nie haben, wenn man wandern geht oder Fahrrad fährt, diesen Eindruck kann man nur beim Kajakfahren genießen. Hier vorne fährt dann zum Beispiel ein kleines Schiff entlang, mit Passagieren oft drauf. Mal schauen, ich weiß nicht, wie weit jetzt von hier aus die Lorelei entfernt sind. Vielleicht fahren wir bei der Lorelei noch vorbei, aber das weiß ich jetzt noch nicht, Leute. Erstmal geht es für uns weiterhin schön klarkommen mit dem Rhein. Hier ein Schiff nach Boppard von der KD. Der Schifffahrt hier, der fährt natürlich nach Boppard. Oder kommt besser von Boppard und fährt den Rhein runter, vielleicht nach Mainz. Der wird uns erstmal schöne Wellen schenken. Und hier sieht der Rhein so richtig mega breit aus, Leute. Ja, Leute, ihr könnt immer sehen, was ich meine. Hier hüpft das Kajak wie ein kleines Flummi. Ein bisschen hier. Das liegt ganz einfach an den Schiffswellen, Leute. Die nach dem Schiff nochmal nachträglich einen, ja, erreichen. Und da versucht einfach, ganz wie eben schon erwähnt, über die Wellen zu lenken. So geil, Leute. Erste Mal auf dem Rhein.
habe also am Anfang schon viel gedacht, ja, solltest du machen, noch nie auf dem Rhein gewesen. Du hast keine Erfahrung, so alles halt. In dem Punkt hast du genug Erfahrung auf anderen Flüssen gesammelt. Aber der Rhein ist natürlich nochmal ein Level höher. Ja Leute, ich würde sagen, bisher, das Level kriege ich gut gemeistert. Ja, und das höchste Level, glaube ich, wäre mal auf dem Meer zu fahren mit dem Kajak. Aber jetzt hier schön, der Rhein, der ist echt nochmal total easy und kein großes Problem aktuell für mich. Bin natürlich mal gespannt nachher, wenn es so, der Rhein ist auch sehr kurvig, wenn es da so eine Kurve reingeht, wie es da ist zu fahren. Mal abwarten, aber momentan ist es sehr, sehr easy, Leute. Die Sonne kommt auch gerade ein bisschen raus, das heißt, ich muss gleich vom Sonnencreme mal ein bisschen eincremen. Dann fahre ich jetzt mal hier vorne in der Bucht rein und denke schon, vielleicht kurz noch mit Sonnencreme mal eincremen oder Boote kurz mal aus. Und werden wir kurz ein bisschen Sonnencreme mal aufschmieren. Leute, sind wir wieder auf dem Rhein, nachdem wir kurz mal uns die Sonnencreme eingecremt haben. Haben wir es weiter. Haben es gerade erst mal 3 Kilometer geschafft. Also Leute, ich werde sagen, wir paddeln jetzt noch so ein paar Kilometer. Vielleicht auch so 20 oder 27 Kilometer auf den Rhein, Leute. Aber bis jetzt genießen einfach mal die Tour gemeinsam. Ja, mir ist das schon bei der Mittelrhein-Radtour aufgefallen, dass das hier von Bonn aus bis runter nach Bingen sehr stark befahren ist. Hier wird ein Schiff. Hier vorne kreuzt sogar eine Schifffähre unseres Weges. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass auch da dran vorbeifahren werden. Im Hintergrund kommt schon das nächste Schiff.
der wird sich vorne anlegen. Ich warte am besten, bis der gleich wieder los von da ablegt und rüberfährt, und dann fahre ich an dem vorbei. Wir sind bei Flusskilometer 539, wie man sehen kann, Leute, aktuell. Also es ist echt wie auf so einer viel befahrenen Landstraße, der Rhein. Jetzt kommen die Wellen vom Schiff, wo ich mal drüber schippere. Ich überlege vielleicht gleich irgendwann mal, vielleicht auch um die andere Seite rüber zu fahren, also einmal durch die Schiffrinne durchzufahren, Leute. Das überlege ich mir gleich noch. Aber ich muss erstmal abwarten, bis ich dann freie Bahn habe. Aber mal schauen, ob wir es gemeinsam machen. Wir warten erstmal ab hier, bis hier das Schiff hier vorne, die Fähre wieder nach drüben ablegt. Nicht, dass sie uns nachher noch zerschmettert. Zurücksetzen. Ich muss echt aufpassen hier gerade. Okay, wir dürfen jetzt weit genug weg sein. Müssen wir jetzt angehen. Wir fahren gerade ja an Niederheimbach vorbei. Also hier ist der Schiffanlegepunkt von Niederheimbach. Da es ja zwischen Koblenz und Bingen nicht so viele Brücken gibt, gibt es halt mehr Fährverkehr. Also, das haben wir auch ganz gut gemeistert. Sehr geil, Leute. Ja, da oben, Leute, ist der Rhein-Burgen-Weg. Er geht von hier oben runter zur Burg, von da aus runter, wieder hoch hier in den Wald hinein. Leute, es ist einfach einmalig, der Blick vom Wasser aus zu genießen, auf dem Wanderweg, den man schon bewandert ist, und auch hier den Rheinsteig, den man bewandert ist. Da ist die nächste Burgruine. Wie gesagt, vom Fahrrad fahren hat man einen besonderen Eindruck, aber ich finde mal vom Kajakfahren direkt unten vom Wasser aus ist der Eindruck noch mal umso schöner, wie ich auch finde, halt, weil man den Eindruck hier richtig besonders genießen kann. Weil man vom Wasser aus einfach eine perfekte Atmosphäre hat. Und Leute, der Rhein ist echt richtig geil. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass das so locker ist. Natürlich, wenn ihr mal Anfänger seid, geht auf keinen Fall auf den Rhein. Niemals, no ever, Leute. Wenn ihr euch mal einen Kajak zulegt, es gibt gute Schlauchkajaks für 450, 500 Euro schon. Test am besten an einem See aus oder an einem Fluss wie die Lahn. Für eure ersten Kajak-Anfangstage werdet sicher so wie ich. Fahrt mal auf die Sieg, fahrt mal vielleicht nach Holland irgendwie auf den See. Und sobald ihr Sicherheit habt, könnt ihr auch theoretisch, natürlich empfehlenswert ist mit jemandem, der schon Erfahrung hat, mal auf den Rhein zu paddeln. Der Rhein hat natürlich viele Gefahren. Wenn man dies aber bewusst ist und die während der Fahrt wie ich aktuell kennenlernt, die Gefahren, oder mit einem Guide, was noch besser wäre halt, als wenn ich jetzt hier solo, wie ich das mache jetzt hier. Man sollte einen mit dabei haben, der gewisse Erfahrung hat auf dem Rhein und der euch auf die Gefahrstellen hinweisen kann. Aber niemals
als Anfänger alleine auf den Rhein gehen, Leute. Der nicht wisst, wie das Wasser sich verhält, wie die Schiffe sich verhalten. Das müsst ihr erstmal alles durch den Guide kennenlernen. Ich habe jetzt das ja quasi selbst beigebracht. Einfach mal ins kalte Wasser, wie man so schön sagt, bin ich gesprungen. Ja, und zwischen Fisch, Pudel, Bohl. Hier zum Beispiel sieht man eine sehr starke Strömung um die Felsen herum. Sieht man, dass das Wasser einmal hier rumgeht und dann hier am Rhein rausgeht. Das Wasser wird jetzt hier raustragen. Wenn ich hier drauf fahre, Leute, zum Beispiel jetzt hier. Das dann packt mich und trägt mich hier raus. Das heißt, ich muss dagegen denken, um halt nicht weiter im Rhein reingerückt zu werden. Da ich auch nicht zu nah der Fahrerin kommen möchte, wegen den großen Schiffen, Leute. Aber es macht Spaß, vor allem diesen herrlichen Blick hier auf die Landschaft. Hier fährt ein Zug, hier die ganzen Berge hier. Da hinten kommt die nächste Kurve, die wir gleich nehmen werden, Leute. Einfach nur genial. Leute, vor uns dürfte das Örtchen Bacharach sein. Hier gibt es auch einen Campingplatz in Bacharach. Hier gibt es eine kleine Mini-Insel, Leute, hier. Mit einer Deutschland-Fahne. Aber besser gesagt, eher so eine Sandbank hier. Wir haben es knapp 8 Kilometer hinter uns gebracht, jetzt hier bisher. Schon geil, wenn man weiß, dass man da oben mal lang gelaufen ist. Von da oben Berg hoch zur Burg auf den Rhein-Burgenweg. Richtig cool, Leute. Und auch da oben auf den Rheinsteig. Einfach nur herrlich, Leute. Ja, ich habe mir so bespitzt halb 4 heute Charaktere auf. So um halb 4 irgendwie einen Aufstiegspunkt. Haben es halb 2, also 2 Stunden. Wir haben uns heute auf den Rhein gemeinsam Spaß haben, dann werden wir uns nach 2 Stunden nochmal einen Aufstiegspunkt suchen, da irgendwo ausbooten, das Kerker gemeinsam reinigen und säubern, zusammenpacken und dann wieder zurückfahren. Wie weit wir bis dahin kommen, Leute, ob es 10, 20 Kilometer sein werden, 10 wird auf jeden Fall sein, dann wird es schon bei 8 Kilometer werden. Ja, ob es am Ende halt dann 20 oder 30 Kilometer sind, überhaupt keine Ahnung, Leute, mir kommt es heute nicht auf Strecke an, einfach nur aufs Genießen. Ja, vor uns legt wieder ein Schiff ab, das gerade Passagiere auf- und abgeladen hat und es wieder auf den Rhein zurück begibt. Im Hintergrund kommt auch schon das nächste Schiff angebrauscht. Alter, das ist ein alter Raddampfer. Man sieht hier das typische Radantrieb. Hat es auch hinter noch einen Antrieb, aber der Hauptantrieb entscheidet diesen Radantrieb. Sehr, sehr nice. Ja, Leute, das ist ebenfalls der Rhein hier. Es gibt auf dem Rhein immer wieder so kleine Inseln, wie diese hier vorne, die vor unseren Füßen liegt. Die ist öfters halt auch mal im Privatbesitz. Hier läuft anscheinend auch ein Strommast hinüber. Also ist hier irgendjemand vielleicht, ja, jemand hier am Leben ist auf dieser kleinen Insel, kann ich aktuell nicht sagen. Hier gibt es ein Boot. Hier gibt es auch ein kleines Häuschen auf dieser Insel. Keine Ahnung, Leute. Das kann ich echt gerade nicht beurteilen. Auf jeden Fall führt ja auch ein Strommast, wie ihr eben gesehen habt, hier hinüber. Hier kann man schön die Felsen sehen. Wäre schon krass, wenn jemand auf so einer kleinen Insel leben würde, hier mitten auf dem Rhein. Ja, es gibt aber viele Inseln. Wie so eine, das sind Vogel. Schutzgebiete für Vögel. Hier ragen zum Beispiel so Felsen aus dem Rhein hinaus. Ja, so nah kommt man eigentlich nur mit dem Kajak, Leute. Bei der Wanderung wäre man zum Beispiel hier vorne unten lang mit dem Fahrrad oder oben bei der Wanderung auf dem Rhein-Burgenweg.
kann man natürlich so einen Blick, wie ich, den ich gerade hier habe, absolut jetzt nicht nachvollziehen. Aber anscheinend sind hier sehr viele Vögel auf dieser Insel. Heute auch mal selber. Na Leute, hier überall, da ist die Insel, da ist die Insel, da, da, die kleine Steininsel halt. Ich bin genau momentan am Zwischendurchfahren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aufsetze, weil der Boden hier sehr tief ist, sehr niedrig ist. Dann gucke ich, versuche mich halt doch im tiefen Gewässer zu halten, hier zwischen den Felseninseln. Sorry Vögel, kein Stress, ich komme in Frieden. Hier vorne kommen vielleicht wieder auf den offenen Rhein raus, Leute. Okay, da kommt das nächste Schiff. Ja Leute, jetzt kommen wir am sogenannten Mäuseturm vorbei. Das war früher für Schiffe ein Schiffszollburg gewesen. Hier mussten die Schiffe früher, wo sie den Rhein hinauf und abfahren, durften ihre Güter verzollen. Hier aber direkt neben uns ein Passagierschiff. Natürlich ist verboten, auf dieser Insel drauf zu gehen, Leute. Das steht natürlich unter Denkmalschutz. Aber ich weiß noch, vor 2-3 Jahren im Hochsommer war die Angelseite komplett ausgetrocknet vom Rhein gewesen. Da konnte man quasi hinüberlaufen auf diese ehemalige Zollburg. Hier vorne fährt wieder ein Schiff über den Rhein hin und her. Wir müssen gleich wieder abwarten, dass wir gleich an den wieder vorbeikommen, Leute. Hier vor uns eine hohe Mauer. Da oben ist die Straße und der Radweg. Hier einen schönen Blick auf die Burgruine. Da oben zum Beispiel. Ja Leute, hier mit dem tollen Hintergrund habe ich mir jetzt hier einen schönen kleinen Pausenplatz gesucht. So ein kleiner Mini-Sandstrand hier. Nächster Ort wäre hinter der Kurve Oberwesel. Danach wird es zur Lorelei gehen. Da will ich noch hinfahren. Vielleicht beende ich nach der Lorelei die Tour schon oder weiter. Das überlege ich schon noch. Wir haben aktuell 13 Kilometer bisher gefahren. Wir haben jetzt gerade mal 14.25 Uhr. Ich will da ca. halb vier aufhören. Da schon, wo man Kajak abbauen kann und in Ruhe im Zug einsteigen kann. Da ich schon noch knapp 3 Stunden Zug fahren muss. Bis nach Hause, Leute. Ja, bisher macht die Tour sehr, sehr viel Spaß. Und es ist richtig, dass man einfach immer wieder mal hier ausbooten kann. Vielleicht überlege ich mir auch etwas demnächst mal in Zukunft weiter den Rhein runter zu fahren. Vielleicht sogar immer wieder so eine Etappentour zu machen bis nach Bonn, was ich eigentlich vorhatte. Ich habe die ersten paar Erfahrungen gesammelt. Mal gucken, wenn ich Bock habe, mache in Zukunft wirklich diese Etappentour. Bin Kalk bis nach Bonn runter und immer wieder ein paar Etappen bis nach Bonn dann. Das wären dann, wenn ich das machen würde, ca. 128 Kilometer insgesamt.
Gut, Leute, machen eine kleine Pause, dann geht es uns doch gleich weiter. Leute, vor uns an diesem Berghang ist die Burg von Oberwesel. Ich glaube, da hinten müsste schon die Lorelei anfangen. Zumindest müsste da schon diese berühmte Lorelei-Schleife sein, die unter Schifffahrern sehr bekannt und auch berüchtigt ist, Leute. Vor uns dann auch die schöne Weinberge zu kennen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Schlauchboot aktuell. Hier vorne der Felsen direkt hier am Rhein. Der Abschnitt besonders cool hier, Leute. Ja, Leute, dann wird man von Passagieren, von seinem Passagierschiff gegrüßt. Sie mit dem riesigen Schiff ist mit meinem kleinen Schlachtkajak hier auf dem Rhein. So, Leute, dann müsst ihr auch langsam mal. Sind es die bestimmten Kurven hier vorne? Geht's rum. Dann geht's noch weiter rum. Wir müssen fast in der Nähe von den berühmten Loreley-Felsen sein. Da oben ist nämlich der Fahrweg, der lang führt hier vom Loreley-Felsen. Von hier aus, von Koblenz aus, Richtung Boppard hier runter. Da oben ist der Felsen, da oben geht der Rhein-Boromir komplett lang. Dürfte echt nicht so weit sein, Leute. Auf jeden Fall befinden wir uns auf jeden Fall in der Loreley-Kurve hier. Die berühmt und berüchtigt bei Schifffahrern auf den Rhein. Die Loreley-Schleife. ICE über uns. Ja, Leute. Warum das berüchtigt ist, sieht man jetzt hier. Weil man das Schiff um diese Kurve, wo ich gekommen bin, am Anfang gar nicht sehen kann. Deswegen ist auch diese Lorelei hier, Loreley-Schleife, auch sehr berüchtigt. Da man wirklich diese Kurven fährt. Das sieht man besonders gut, wenn man auf dem Rheinsteig ist. Hier oben ist dann die Lorelei-Leute hier in dem Bereich. Oder ist sie doch noch weiter? Weil da von hier oben echt schwer einschätzen, wo Lorelei ist. Leute, hier gibt es sogar einen Sandstrand. Müssen wir mal reinziehen, Leute. Kann man von oben gar nicht sehen, vom Fahrweg. Hier unten gibt es einen Sandstrand. Krass. Leute, das ist ja geil. Also bei Kilometer 553 Flussmeter gibt es hier einen Sandstrand hier. Wow. Ah, Leute, da gibt es so eine Treppe, die hier runterführt. Das ist ein geheimer Sandstrand. Das ist ja mal geil. Oh, Leute, sowas kann man auch echt nur vom Kajak entdecken hier. Diese Felsen und dann dieser geheime, zum so ein geheimes Pärchentreffenplatz hier. Das hier. Wenn man nicht weiß, wo es ist hier, Leute, und nicht darauf achtet, dann kann man im Fahrt hier schnell vorbei fahren.
gibt es hier echt Sand hier unten. Ne? Geil, Leute. Ist perfekt hier. Treppe runtergehen. Mir seine Ruhe. Man hat zwar da oben Autos und die Schiffe, aber man ist echt. Man hat hier seinen eigenen Strand hier. Wow, und das ist direkt hier Ausblick von der Lorelei. Oh, ist da die Lorelei? Ne, da ist die Lorelei, Leute. Das ist ein Angerfels. Da ist die Lorelei. Die kommt jetzt noch vor uns. Das ist ein Angerfels hier. Geil, Leute. Wie viel Sand ich hier aufgehäuft hatte. Krass. Geil. Ja, Leute, vor unseren Augen ist jetzt die sogenannte Lorelei. Da oben ist der Rheinsteig. Dann läuft man hier oben entlang bis zur Spitze Lorelei. Ja, und hat von da aus eine fantastische Aussicht auf den Rhein oder auf den Rhein-Burgenweg. Ich werde nach Lorelei einen guten Punkt aussuchen zum Ausbooten. Ja, mit circa, was ist das, sagt die Uhr? Ja, fast 3:30, wie ich gewollt habe. Also, Leute, wird heute die Tour nach der Lorelei beenden. Aber erst einmal um die Lorelei herumfahren und dann da irgendwie, hoffe ich mal, einen guten Ausstiegspunkt finden, wo ich mit euch gemeinsam die Tour dann für heute beenden kann. Am Ende werde ich euch auch sagen können, wie viele Kilometer es geworden sind. Bestimmt wie viele, vielleicht 20 oder 18, keine Ahnung, Leute. Aber mir geht es heute auch nicht um die Kilometer, sondern einfach mal, überhaupt das erste Mal im Rhein eingebautet zu sein und überhaupt erstmal damit gefahren zu sein. Und da habe ich direkt dieses paradiesische Abschnitt gewonnen und gefahren mit euch, wo man auch einmal um die Lorelei herumfahren darf. So, Leute, ich muss jetzt mal den großen Schiffen ein bisschen ausweichen, sonst zerschmatscht der und zerschmettert uns wie eine kleine Sardine. Das wäre nicht so schön, kurz vor unserem heutigen Ziel. Also setzen wir ein bisschen rüber, bevor er aus uns Matschepampe macht. Ja, Leute, hier vor uns direkt Lorelei. Da hinten gibt es irgendwo bestimmt einen Campingplatz, den ich von hier auch schon ausbooten kann. Das werde ich dann auch da irgendwo machen. Ich mich dann in den nächsten Ort doch begeben. Ich glaube, es müsste St. Gor sein oder irgendwas in der Richtung.
So Leute, jetzt kommt noch mal ein Passagierschiff kurz vor Ende unserer Tour. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo ausbauen an diesem Campingplatz, der jetzt hier vorne anfängt. Ich habe irgendeine gute Gelegenheit finden, um hier rauszukommen, Leute. Hier ist direkt die Schiffrinne, Leute. Sind die ganz, ganz nah. Ich muss da vorne dann wieder ein bisschen mehr hier am Rand fahren, da das nächste Schiff im Anmarsch ist. Okay, gut ist ja. Haben wir im Hintergrund die nächste Burg vor unseren Augen, die wir auch schon bei der zuletzt bei der mittleren Radtour gemeinsam sehen durften. Ja Leute, das erste Mal auf dem Rhein für mich. Ich habe es auch 20 Kilometer gemacht. Es ging für mich einfach darum, die Tour zu genießen und den Rhein mal kennenzulernen und überhaupt mal zu erfahren, wie es ist, auf dem Rhein zu fahren. Wie komme ich klar mit dem Schiffsverkehr? Wie komme ich klar mit der Strömung? Lief alles absolut perfekt. Ja, ich werde jetzt hier an diesem schönen Strand hier. Es ist ca. 20 Kilometer mit gefahren. Erstmal die Fehler hier echt jetzt vor die Tour beenden. Mit diesem wunderschönen Blick hier auf dieser Burg hier. Da hinten um die Kurve liegt Lorelei. Ich möchte jetzt gleich nach oben Richtung den Bahnhof. Jetzt hier vorne am Sandstrand in Ruhe meinen Kajak zusammenbauen, es sauber machen. Ja, und mich dann von hier schon verabschieden. Ja, Leute, wenn euch diese Tour gefallen hat, wart ihr wie am Meer hier ein bisschen. Ja, die Wellen kommen hier rein, geflattert hier. Ja, Leute, wenn euch die Tour gefallen hat, gerne doch einen Daumen hoch. Ein Abo ist auch kostenlos, wie ihr inzwischen schon wisst. Das ist richtig geil, der Abschnitt. Ich glaube, hier werde ich wahrscheinlich mal in Zukunft wieder einsteigen und von hier aus und weiter in den Rhein runterfahren. Absolut perfekte Stelle zum Ein- und Ausbooten, Leute. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn ich für euch und für mich Angst. 1, 2, 3, unterwegs, voller Power, voller Kraft und voller Energie, waren wir mal wieder unterwegs. Was auch immer, Leute, nochmal einen schönen Blick auf den Rhein.